Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead und ja, letzte Folge, was mich immer noch ein bisschen mitnimmt, haben wir echt einiges erlebt. Mark wurden die Beine abgesäbelt und das wurde uns zum Essen auf dem Tisch serviert. Und nichtsdestotrotz, dann wurden wir eingesperrt und Larry hatte eine Herzattacke. Sie wissen ja noch in der Drogerie, da hat er schon eine Herzattacke gehabt. Und jetzt hat er schon wieder eine und wir waren gerade dabei. Ich habe mich dafür entschieden, Larry zu wiederbeleben mit der. Es fällt mir der Name nicht ein vor lauter Schock und alles. Und als ich angefangen habe, ihn zu wiederzubeleben, Herzmassage, hat Kenny einen Seilstein auf seinen Kopf fallen lassen. So eine Scheiße. Und jetzt sind wir endlich draußen und versuchen endlich mal herauszufinden, was genau hier genau los ist und versuchen, sie auch mal wieder rauszukämpfen, weil es kann so nicht weitergehen. Also Freunde, jetzt geht's zur Sache. Scheiße. Das sieht echt heftig aus. There was something up with this room. It's a goddamn human slaughterhouse. Okay, sicher. Kann man die auch noch mitnehmen? Ah, okay, ich muss mich also für eins entscheiden, dann nehme ich lieber erstmal die Sichel mit. Die sieht ein bisschen gefährlicher aus als die Hake. Überall Blut, Mann. Das ist alles von Marcus. Krasse Scheiße, ey. Ich muss der Clementine anschauen von da oben. Ist das Herz? I think I'm gonna be sick. Ja, nicht nur dir. Oh God, what's wrong with these people? Maybe I shouldn't have sent Clementine through there. This room would give anybody nightmares. Das ist wohl wahr. Kleiner. Was? Nein. Die will ich behalten. So, was hat man hier? War nicht alles gut. Jesus, where the butcher people? Sick bastards. All of them. Aber ohne Scheiß, da stimme ich dir echt vollkommen zu. Okay. Kenny. Das ist Danny. Das ist Danny, ja. Okay. Okay, wir gehen jetzt raus, Mann. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Kenny bringt uns echt noch alle in Schwierigkeiten, Mann. Okay, da ist das Gewehr. Sachte. Who wants some? I dare some dead asshole to try to cross my fence tonight. Okay. Hey, what are you doing outside the barn? Oh shit! Just guarding the place, like you said. Fuck. Sitting out in the rain like a damn deer. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep alive? Not the kid. Whoa. Oh, I know, Mabel. This is my favorite part, too. When I let one think they can just walk right out. Oh, die bauen eine Falle auf. Lee, focus. Where's Danny? Da ist Danny. Der hat eine Falle eingestellt. Something. I don't okay. see anymore.
did he go? I don't know. Look again. He didn't go past us. Was machen wir jetzt? Halte dich bereit und warte auf mein Zeichen. Wir nehmen ihn gleich gemeinsam aus. We'll take him out together. How? He doesn't know we're out. He's gotta walk past us to get to the lead locker. We can take him out when his back is to us. See what he's doing now. Okay. Oh, fuck. Ah! Sie sind tot. Sag mir aber, Alter. Ich hab doch... Ah! CFX! Kenny! Ich drück da wie ein Bescheuerter. Ich... Okay. Mein Ohr. Kenny! Kenny, du bist so ein Idiot, Mann. Arschloch. Schon wieder hat er mich nicht. Verdammte Scheiße, ey. You see? You understand now, don't you? You can have me. Was? Nein. It's how the world works now. Get part of yourself, so others can live. Let's fucking kill you right now. Da machst du die Alte umgebracht. That's why you killed that woman in the woods. Oh yeah. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. Du bist doch aber ohne kill me. Entscheidet deine Schicksal. Like didn't kill Jolene. You don't have what it takes. No! Oh fuck, Clem. Soll das noch warten? Clem hat nicht angesehen, was du getan hast. Fuck. Tut mir leid, Clem. God, no! Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Danke. Tut mir leid, Clem. Aber das war der Typ. Sonst hätten sie noch viele andere noch. Scheiße, Mann. Wo ist Kenny? Kenny! Verdammte Scheiße, ey. Hallo? Komm raus! Oh, Scheiße. Was zum... Carly! Me? Ow! Hi, Ben. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. Sie haben uns angegriffen. They attacked us! I knew it! I told you we couldn't trust them! Shit! How many of them are there? Two left! Where? Larry's dead! They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us! Shit! Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Alles klar. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Na, gib sie mir. Ben, stick close. And Lee, be careful. Gut, dann gib sie mir nicht. Dann gehe ich ohne Waffe. Fuck, ich muss mich beeilen. Oh, no.
I'm gonna take the boy and check around. No, please don't take my boy. Let go, woman. Settle down. I don't want to hurt y'all. Andy? Danny, is that you? What's going on out there? Ja, ich bin. Yeah, it's me. Oh, scheiße. Tommy, let me go! Lee, get back! Don't come in here! You just had to go snooping around, didn't ya? Let her go, Brenda! Ganz ruhig, Brenda. Please, don't you take another step! Brenda, come on now, you know you don't want to do this! Just go away and leave us be! Ganz ruhig, Brenda, wir wollen... Es muss niemand mehr sterben. Stop right there, I mean it! Okay, cool bleiben. Ich laufe nicht weiter. Alles easy. Die Frauen ist nicht zu Ende. Think about what you do. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Ganz ruhig bleiben. Stay back. Okay, don't okay. Do anything stupid. Ah. Lass sie gehen, Brenda. Let her go, Brenda. Please, don't do it. Brenda. I'll do it. Geh nur weiter nach hinten. Mark wird sich jetzt rächen. I don't wanna kill you, Lee. Es muss so nicht ins Ende gehen. Bitte mach es nicht, jetzt wird es noch schlimmer. Please don't make this any worse. Just stop. Der Mark. Geh weiter zurück. Ja, brav. Noch ein Schritt. Scheiße. Don't get up! Andy! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Mathia, beruhig dich. Calm down. Calm down? What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Kuck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 u
Wir sind beide tot, Mann. They're both dead. What did you do? What the fuck did you do? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Fuck. Nein, Mann. Wir gehen. Get back here and fight me like a man, Lee! Lee! Naja, verschont kann man es nicht nennen. Genau das meine ich. Let's go. Zwei mieses Arsch hat der Danny und Andy und... Oh, fuck. Krasse Scheiße. Zirkel verloren. Kämpfst wie ein Milchbauer, wow, was eine Errungenschaft. Es interessiert aber auch niemand, dass Kenny angeschossen wurde. Hey Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah, Herr Clement hatte das was gegessen. Yeah, and Clementine almost ate some. But... Fuck. I stopped her. I can't leave her alone, Carly. This fucking world now. It's hiding just unspeakable shit at every turn. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. Stimmt nicht auch wieder. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Ja, das stimmt, Kenny. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. Oh ja, wir müssen reden. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Du hast die Kuppel zerstört, du bist kein Held. Du hast Larry ermordet. You murdered Larry. Fuck you, man. You're alive because of me. Why didn't you have my back? I saved your wife and kid. No, I saved them. By making sure Larry didn't kill us. Was? Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um mir für ihn da zu sein. I couldn't do it, Ken. Well, maybe we should stay out of each other's way for a while. Ja. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Ja, sie waren schlecht. Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Das hätte ich nicht tun sollen. I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Yeah. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Steht hier nur Vorsicht. Es kommt halt bloß nicht die nächste Scheiße. Alter, das macht gerade meine Pumpe nicht so mit, Mann. Das ist alles viel zu viel langsam für mich. Komm raus, oder sonst schieße ich. Nein, nicht schießen, wir wollen euch nicht helfen. Don't shoot! We're here to help! Okay.
Näher dich langsam dem Wagen. Okay, hier ist niemand. Warum steht hier einfach verlassen ein Auto rum? Figures. Oh, crap. Baby, you gotta see this. There's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Oh, yeah. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Mary, Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. But what if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Wir müssen es mitnehmen, Clementine. Du hast recht, das sollten wir nicht nehmen. Ah! Oh. Ich hasse solche Entscheidungen, Mann. Im Prinzip, klar, Clementine hat recht. Aber es geht um das Überleben der Gruppe. Fuck, Mann. Nee, aber wir sollten es eigentlich mitnehmen. Wir brauchen das Essen. Wir müssen überleben. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Das kann man halt klemmen. Fuck, Mann. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Supplies? I'll take it. Hier ist noch was. More food in here. Irgendwie wirkt got a auch box of food Lily here. Pisst sich auf uns, was ich nicht verstehe. I'll carry it. Sonst noch was? Nein. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Bewahre es einfach auf, okay? Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with him, okay? Okay. Tut mir leid, Clem. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Oh, God. Lee, you're gonna wanna see this. Oh, shit. What? Ich will das auch sehen. Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. Scheiße, wir wurden beobachtet. Oh, thinking you're safe. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. The people who don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them,
you'll be safe. I promise. Ach du Scheiße. Fuck. Nächstes Mal bei The Walking Dead. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases in, but it's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Der lange Weg, Episode 3. Ach du Scheiße, das klingt ja echt wow. Okay. Retter. Da wird das Bein abgehackt. Du und 84% der Spieler haben sein Bein abgehackt. Okay, wow. Befragung. Du und 87% der Spieler ihr zugehört, bevor Dennis sie erschossen hat. Ja. Du und 68,6% der Spieler versuchten ihn zu retten. Mhm. Ja, wir haben versucht ihm zu helfen, weil, ne? Rache. Beide Sunshine-Brüder umgebracht. Du und 82% der Spieler nicht beide Brüder getötet. Wow, wir können zur Mehrheit. Überlebende, Lebensmittel aus dem Wagen gestohlen. Du und 55% der Spieler der Vorräte mitgenommen. Okay, das sind ja fast die Hälfte, also bisher waren wir eigentlich fast überall in der Mehrzahl, also eigentlich haben wir uns echt das entschieden, was viele Leute auch entschieden haben. Ich meine, vieles war aber echt einfach zu krass, Mann. Ja, The Walking Dead, Hunger und Hilfe. Das war's von Episode 2, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Bald geht's weiter mit Episode 3. Es war echt... Also es ist echt krass, ohne Scheiß, was alles vorgefallen ist, was wir erlebt haben. Also die eine oder andere Aktion, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das mit Mark ist schon heftig. Und was auch Larry passiert ist, dass Kenny ihn einfach getötet hat. Dass Kenny mich eigentlich auch nicht gerettet hat. Wäre Lily nicht gekommen und hätte auf ihn nochmal eingeschlagen, dann wäre ich gestorben. Schon wieder. Aber das spielt ja nichts zu sagen, das ist schon heftig. Also... Von Kenny bin ich ein bisschen enttäuscht, aber der ist auch ein bisschen pissig jetzt auf mich. Was ich nicht so ganz verstehen kann. Nun gut, Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Walking Dead. Und es macht mir auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Und ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.